Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 Nordreich Marsch Projekt. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich. In der letzten Folge haben wir ja schon angefangen, das mit dem Ladebogen aufzusammeln. Jetzt habe ich schon einen Anhänger reingetan. Jetzt sind es 39.000 Liter Gras schon im Fermenter drin, die schon wieder durchgearbeitet werden. Und jetzt haben wir die Sorgen, machen wir weiter. Ja, vielen lieben Dank für eure netten Worte und am letzten Video. Das freut mich, damit es euch so gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir los. Dann machen wir das fertig. Der eine tut noch die letzten Bahnen schwadern. Dann kann er gleich dort rum anfangen. Und dann haben wir das auch schon wieder geregelt. Naja, so geht es eben dahin. Aber jetzt werden wir da zuerst einmal das fertig machen. Dann wird wahrscheinlich wieder was zum Düngen sein. Und dann wird eh bald schon wieder der Mais zum Ernten sein. Da führe ich dann auch wieder da. Jetzt weg. Aber die Huben passt so gar nicht zu den Händen. Schreibt einmal gerne eure Meinung zu der Hupe in die Kommentare. Ah, der ist fertig, habe ich gesehen. Jetzt werde ich die Bahn noch fertig machen und dann schicken wir den um zum anderen Feld. So, der ist gleich wieder voll, dann können wir den anderen schnell umstellen. Ah, da wollen gerade 35.000 Liter rein. Aber jetzt werden wir den zuerst dann umstellen. Wow. So. Starten wir den nochmal. Kommen wir zum anderen Feld. Oder wenn wir zuerst einmal da unten zum haben, da ist er da zum anderen. War da mal noch Maschinen zum Bus. Na, passt. Also, da ist auch noch ein bisschen los. Das werden wir schnell machen. Dann können wir zum anderen Feld umschieben. So, dann. Dann passt das. Na, nichts über so einen Gesetzefeld, aber man. Jo, der hat auch schon 6,3 Arbeitsstunden drauf und 56 Kilometer. So, dann machen wir das schnell da. Mit da und den Rest kann dann auch helfen. Herr Kollege, wir machen mal da rein. Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall da rein. So, schauen wir einmal kurz, was da abgeht. Wo ist wir da noch? Ah, da werden wir noch dreimal fahren oder so. Was ist das? Da haben wir auch noch ein bisschen los. Und dann schauen wir weiter. Da müssen wir auch wieder mal in Betrieb nehmen. Aber da brauchen wir wieder Stroh dazu. Und dann momentan haben wir nichts, was mit Stroh, also was wir von Stroh haben.
lenkt. Schreibt es gerne mal gerne in die Kommentare, warum das so lenkt. Obwohl die Klickstelle so eingestellt ist, wie es immer ist. So, jetzt haben wir noch zwei Bohnen vor uns und dann sind wir fertig mit dem. Ah, noch unten haben wir noch quer und auf der anderen Seite. Drücken wir beim Fuß, beim Weg müssen wir. Und einmal quer beim Fuß, beim Korken umfahren, dann haben wir echt alles und dann sind wir auf dem nächsten Feld wieder. Aber gut, jetzt haben wir einmal so. Und jetzt mache ich wieder 10.000 Knopf drin. So 50 ist langsam. Aber das ist alles gut. Je mehr, desto besser. So, dann haben wir noch das kleine Stückchen und dort noch zwei Bohnen. Das wird sich glaube ich nicht ausgehen mit den Lungen. Aber schauen wir. So. Passt es. Oder schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ich mehr Ihnen uns gefallen soll. Weil dann mache ich das immer für euch. Das ist so komisch in der Sicht. In dem zumindest. So. Man muss sich noch gewöhnen an die Innenansicht. 1880 Umdrehungen in der Motor. Das passt genau. Sieht man ja immer und sieht besser als wie in Außensicht, das ist ja mal zu tun. So. Weil wenn die Schwarte genau da bei der Motorhaube ist, dann passt das genau, muss man nicht hinten immer schauen. Aber da ist halt ein bisschen dicker Schwarte, aber es geht schon, aber jetzt müssen wir wahrscheinlich eh gleich wieder auslernen. Aber da hat er nichts geschenkt, Schwarte, der Herr Kollege. Aber naja, jetzt müssen wir auslegen. So, dann machen wir gleich weiter. So, schauen wir mal kurz. Der hat jetzt 76.000. Knapp 90.000 ist gut und 152.000 Liter fertige Silage. Okay, das passt. So, jetzt fahren wir mal um, dann geht's weiter. Oh, da sieht man schön am Boden die grünen Schubbrücken, das ist eigentlich gut. Schaut auch realistisch aus. So. Die Bahn und die andere Bahn und dann sind wir auf dem Feld fertig. Und dann können wir beim anderen weiter schauen. Da wird glaube ich schon fertig sein. Wahrscheinlich düngen und erstrecken wieder. Dann haben wir mit dem Feld das Feld einmal abgeschlossen. So, dann fahren wir mal immer zum anderen Feld. Und passt das wieder.
gar nichts fertig. Was tust du, Herr Kollege? Mann, das ist ein Schöpfer. Liebe Grüße gehen an Chinese draußen. Kommst du eigentlich nicht einmal eine Linie von A, der macht 100 zu kleine und dann macht er irgendwas wieder. Mann, alles muss man selber machen. Aber das werde ich dabei machen. In der Zwischenzeit und dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.